Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Mafia 3. Wir sind noch ein bisschen auf dem Weg, hier Geld einzutreiben, hier die Anhänger der Gewerkschaft zu sabotieren. So, hier steht ja mal ein netter Karren. Und jetzt muss ich ihn aufbrechen, der ist schon einfach ausgestiegen eigentlich, letztes Mal. So, los geht's. Wir haben noch eine Markierung eigentlich. Egal, da machen wir einen kleinen Bogen. Fahren wir hier entlang. Alter, der ist geil. Der ist ein bisschen spritziger. Ein bisschen besser zu fahren. Ein bisschen schneller und so. Der gefällt mir. Den will ich behalten. Der ist richtig cool. So, wir haben ja da drüben was markiert. Der fährt sich auch ganz anders wie die anderen. So, wir wollten ja das eine Mal eigentlich ja da reingehen und dann sind ja so blöd zwei rausgekommen. Dann ist ja noch so, sind so Geldeintreiber an uns vorbeigefahren und deshalb sind wir denen hinterher. Alter, wir fliegen! Auch genial. Schön geflogen. So, jetzt machen wir mal ein bisschen langsamer. Weil wir sind da schön nach vorne gefahren und das hat denen nicht so ganz gepasst. So, ich pack mal hier vor dem Tor so ein bisschen. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. So, Kollege, geh mal weg hier. So, die zwei sind da schön. Der eine kommt aber im großen Bogen eigentlich. Eigentlich müsste mich auch sehen, aber egal. So, die anderen kriegen das nicht groß mit. Warte mal, wenn da keiner kommt. Dann nehme ich den mal kurz ein bisschen. Wo ist denn der eine hingegangen? Warte, ich verstecke mal hier drüben. So, wo zur Hölle sind die anderen? Da drin kann man ein bisschen Geld klauen. Dann gehen wir da mal rein. Oh, da drüben ist noch ein bisschen Medipack. So, wir können nach oben gehen. Ist da noch oben irgendwas Tolles? Wir schauen mal ein bisschen. Eigentlich ist alles unten. Aber was können wir hier oben Tolles machen? Wir können hier rüber. Oh, so eine Sniper wäre eigentlich schon geil, gell? Und mit Schalldämpfer wäre es halt noch cooler. So, oh, hier oben. Guck, da chillt einer. Der hat natürlich ein tolles Plätzchen. So, und da können wir hier wieder runtergehen. Ah, da hätten wir auch reinkommen können. Von der Seite. Irgendwie Deckung haben wir hier drüben. Ah, jetzt kommen die beide, oder wie? Der eine geht nach oben. Sieht er mich von hier? Etwas eng. Alter, was macht denn der da hier? Spielt ein bisschen Rocky Balboa. Guck mal, wie das geht. Okay, war jetzt nicht groß geboxt, aber egal. Oh Mann, ich wollte die Leiche noch mitnehmen. Deshalb habe ich eigentlich noch so ein bisschen gewartet. Aber so viel Zeit hatte ich halt nicht mehr. So, Klappe halten. Leg dich einfach schön daneben. So, du auch. So, was haben wir hier drin? Einmal was in den Aktenschränken. Oh, woher habe ich das jetzt? Mal so ganz ehrlich, woher habe ich das? Oh. Das hat ein bisschen Lärm gemacht. So, wir hauen mal ein bisschen ab. Wir gehen mal da oben rein. Da müsste ja auch noch ein bisschen Geld rumliegen. So, oh, ne, wäscht er auch noch. Was macht der Tolles? Schaut das Geld an.
Hier, halb durch das Sofa durchgezogen. Das tut natürlich weh. Ah. Nee, wo hat er mich jetzt gesehen? Ja, du kommst mir langsam näher. Nein, hier! Nein, er sieht mich nicht! War aber auch ein bisschen knapp, hey. Ich habe schon wieder $10.000 hier in meinem Portemonnaie. Gibt's ja gar nicht. Hier, das fackelt noch schön. Oh, da drüben irgendwo hat mich wieder einer gesehen. So, oben auch noch was. Oder, Moment, bevor wir hochgehen. Ah, hier komme ich gar nicht durch. Wie komme ich da rüber? Ah, hier rennen zwei rum. Aber die haben keinen blassen Schimmer, wo ich bin. Ja, von der Seite komme ich auch nicht rüber. Würde ich mal sagen, hier liegt mir eh ein bisschen Geld. Und dann holen wir noch hier ein Päckchen. So, und dann müssen wir hier eigentlich weiter runter. Aber hier liegt noch ein bisschen Geld. Hier müsst ihr, glaube ich, auch noch... Ah, Hallöchen, schöne Lady. Oh, das war ein bisschen mehr Geld. So, und jetzt können wir runtergehen. So, bin ich mal gespannt, ob unten jemand ist. Einer ist weiter drüben. Kann man richtig schön durchschleichen, aber ein paar sind halt noch da irgendwo. Deshalb weiß ich noch nicht so ganz genau. So, ah, nee, auf der anderen Seite. So, hier haben wir auch ein bisschen mehr Geld. Was haben wir hier? Ach so, die Uzi. So, hier haben wir nochmal... Ah, ne, Munition eigentlich. Und Waffen. Lupara, das hört sich irgendwie ein bisschen spezieller an. So eine abgesägte... Oh, mit zwei Schuss. So eine doppelläufige. Ist natürlich auch ganz cool. So, wie kann ich eigentlich nochmal meine Waffe wegstecken? Brauchen wir jetzt eigentlich nicht unbedingt. So, Geld, Geld, Geld haben wir. Ansonsten sind wir hier, denke ich mal, größtenteils durch. Ganz hinten war noch was, da könnte man noch schauen. Aber ja, hier komme ich gar nicht hinten rum. Müssen wir wohl hier mitten durch. Ich glaube, es sind eh nur noch ein, zwei Leute hier. So, das hätte er doch gehört, hier, oder? So, den einmal. Jetzt ist die Frage natürlich, müssen wir vielleicht hinten rum, ums Gebäude. Aber einer müsste doch noch irgendwo da sein, oder? Ich meine eigentlich, dass einer noch da sein muss. Jo, Alter, noch richtiges Päckchen. So, dann würde ich mal sagen, sind wir hier zumindest mal durch. Wir könnten mal hier natürlich schauen. Eigentlich mal ein bisschen in die Richtung gehen. So, eh nur noch 7.800. So viel brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Eigentlich haben wir hier mit dem Posten relativ viel gemacht. Sah eigentlich ganz gut aus. So, ich nehme wieder meinen roten Fletzer. Steht natürlich noch da. Sehr schön. So, komme ich ohne Kratzer raus. Ganz langsam, ja... Keine Zeugen, aber auf der Suche. Wieso bin ich auf der Suche? So, los geht's. So, oh, das war nicht meine Schuld. Irgendwie glaub schon. So, hier mache ich mal ein bisschen langsamer, weil wir ja schon nah rankommen. So, bleiben wir einmal hier stehen. Okay, sicherlich wieder feindliche Zone, oder? Nee, keine feindliche Zone. Alles cool. Jetzt wieder. Oh, was machen die da?
So, die Arbeiter sind für uns kein Problem. Oh, genau. Lenken schön ab, Kollege. Ganz ruhig, Mann. Ich helfe dir doch nur. Gibt's doch gar nicht. Kann man die schikanieren, die so ein bisschen. Ah, es läuft halt voll in die Richtung von der Leiche. Das ist jetzt halt natürlich nicht so super. Aber nun gut. Ja, das mit dem Pfeifen ist egal, gell? Hier von vorne in your face. So macht man das Ganze. So, hier chillt noch einer. So, hier liegt noch... Oh, Achtung. Bisschen Knete hier drüben. So, komm her. Der hat Zeit. Der Kollege. Oh nein. Komm doch zu mir. Gibt's ja gar nicht. Wärst du zu mir gekommen, wärst du nicht gestorben. Aber egal. Du wolltest es halt so. So. Na, Hallöchen. So, hier haben wir auch noch einen. Holy shit! Okay, der war jetzt, glaube ich, nicht mehr unbedingt nötig, aber egal. So, wir können nochmal einen töten oder zum Beispiel hier was machen. Das hat eigentlich ja Slash mal richtig viel Geld gebracht. Südöstliche Anhänger. Kann mal schauen. Warte, ich muss zu meinem Wagen zurück. Mein schöner Wagen. Bevor der irgendwie abhaut. So, hier steht da das Schmuckstück. So, aber reparieren wäre auch mal vielleicht gut. Aber wo kann ich ihn reparieren? So, ich schmier ein bisschen rückwärts raus. Lady, einmal auf die Seite bitte. Oh, das war ein bisschen weit. So, oh sorry. Die Kamera hat sich zu langsam gedreht. So, wir sind auf dem Weg. So, mal schauen, ob wir hier jetzt mal schön driften können. Ah ja, es geht einigermaßen. Und ein bisschen länger machen können. Ja, man muss halt noch ein bisschen üben. Weil die Steuerung an sich dann schon etwas spezieller ist. Ah, da ist auch ein geiler Wagen. Oder ist das derselbe? Nee, man kann ein bisschen anderes Modell. So, darf ich hier parken? Auch geil, wie das an und hier vibriert, wenn man hier über das Pflasterstein fährt. So, schön eingeparkt. Oh, ich komme auch hier sogar rein. Natürlich auch sehr gut. Er hat sich gerade umgedreht. Wollte gerade ein bisschen chillen. Alter, wir haben eigentlich nur noch 1000, gell? Das Problem ist, das liegt hier richtig kacke eigentlich. Weil hier die Leute vorbeilaufen und den sehen. Ich lege mal hier hinten hinterm Baum. Ah, da passe ich nicht hin. Einmal hier. Oh, Achtung. So, sorry, Leute. Oh, daneben. Muss nachladen. Irgendwo häng ich. Autsch, 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 autsch. Lass mich hier rum. Alter, Falter. Alter, was war das gerade? Irgendwoher kam Molotow. So, beweg dich mal nicht so viel. Genau, komm zu mir! Alter, was macht der da? Ah, fuck. Wow, der war aber nice. Schön hingerichtet eigentlich. Wo ist denn der andere hin? Sogar auf der Straße irgendwo. So, hier ein bisschen Geld. So, hier kann man rein. Ist hier draußen auch was oder ist das alles drin? Er müsste, glaube ich, drin sein. Wieso ballert der die ganze Zeit? So, oh, da sind ja zwei! Shit! Nein!
Bäm! Von hinten einfach hingerichtet. Sehr nice. Cool ist, dass die Moves dann eigentlich auch nicht jetzt unbedingt Munition brauchen. Aber der war schon nett. Richtig schön. So, hier ein bisschen Geld. Jetzt habe ich nur so Geld bekommen, aber keinen Schaden gemacht. Kann das sein? Dann schauen wir einmal hier rein. Was ist mit dem Ausgekrauten? Bei dem Aus... Achso, das ist hier so ein Kasten. Ich habe gedacht, da war ich vielleicht schon und habe so ein Teil geholt. So, dann machen wir das Ganze mal hier. Einmal zack, platziert, fertig. So, hier wieder einmal in die Luft jagen. So, dann gehen wir weg. Die Knarre können wir wegstecken. So, okay. Sollen wir noch was machen? Wir haben die Schadenssumme eigentlich erreicht. Aber wir können hier zum Beispiel noch was machen. Aber ich denke mal, im Grunde genommen, so viel macht das ja gar nicht mehr. Bonus haben wir keinen. Was haben wir hier? Oh, da scheint ein Fragezeichen, aber steht das auch nichts dran. So, wir sollen hier hin. Was haben wir hier eigentlich? Rede mit Conny DeMarco. Ja, das war das andere. Gehen wir erstmal kurz zurück. Ah, scheiße. Ja, jetzt habe ich ja wieder abgewählt. So, Geschäftsführer, bla bla bla. Ah, das habe ich nicht ganz gelesen. Kann ich noch mehr Geld verdienen, wenn ich die mache? Ich habe zu schnell weggedrückt. Na, ich würde mal sagen, ich laufe zu dem Tippi und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.